Und ich glaube auch, dass wenn jetzt ein Wechsel in Argentinien stattfindet, so wie wir es uns erhoffen, dass der neue Präsident auch einfach sehen wird, er würde, das würde sein Vermächtnis an die Welt. Ja? Er würde in die Geschichtsbücher eingehen als der Präsident, der Millennium Cities ermöglicht hat. Weil meine Vision von Millennium Cities geht ja viel weiter wie nur diese eine Stadt. Diese Stadt ist ein Pilotprojekt. Ja? Diese Stadt ist da, um zu zeigen, so kann man auch bauen und leben. So kann man Gesellschaft konzipieren. Ja? Im Einklang mit der Natur, mit einem ganzheitlichen medizinischen System, mit einem holistischen Bildungswesen, wo die Menschen darin gefördert werden, ihre Potenziale zu leben. Und ich sage bewusst Menschen, nicht Kinder, weil es ist lebenslanges Lernen, dass jeder Mensch, der da lebt, Zugang zu immer fortführenderer Weiterbildung in allen möglichen Bereichen hat. Ja? Sodass wir einfach alle daran kommen, hey, es geht darum, mein Leben zu leben, mein Potenzial zu erkennen, und die Fähigkeit, es umzusetzen, es auszudrücken und in die Welt zu bringen. Ja? Und wenn das 100.000 Menschen machen, weißt du, was da für eine Power drin steckt? Ja? Und dann Kunst und Kultur natürlich. Ja? Das ist für mich das Rückgrat von der Gesellschaft. Ja? Wir brauchen den Kunst- und Kulturaspekt als Ausdruck unserer Gesellschaft. Und wenn das ordentlich gefördert wird, dann hast du einfach ein komplett anderes Lebensgefühl.